So, herzlich willkommen zu unserem heutigen DigiSnack Präsentationen interaktiv gestalten mit Microsoft Forms. Mit Präsentationen meine ich da wirklich PowerPoint-Präsentationen. Mein Name ist Abdul Aydemir. Heute ist der 29. Juni. Bald ist es dann auch der Juni vorbei. Und heute geht es um 14 Uhr los und circa mit einer Stunde geplant haben wir die heutige Session. Ganz kurz zu mir. Ich bin Product Manager bei der Digicomp, zuständig für Cloud Trainings sowie auch für Microsoft Office. Und heute habe ich eine Doppelrolle, nämlich ich bin heute der Moderator und der Referent gleichzeitig. Es wird sehr spannend auch für mich sein. Ich werde gleichzeitig, so, wenn ich nach links gucke, heißt es, dass ich gleichzeitig auch in den Chat reinschauen werde, falls da Fragen reinkommen. Ich freue mich sehr, euch das kostenlose Angebot, nämlich die DigiSnacks, präsentieren zu dürfen heute. Ein paar Eckdaten. Das Mikrofon ist bereits für alle schon stumm geschaltet. Wäre es wünschenswert, dass das dann so bleibt bis zum Schluss. Und am Schluss kann man natürlich sehr gerne wieder die Stummschaltung aufheben und entsprechend auch Fragen stellen. Ansonsten unbedingt den Chat auch währenddessen nutzen, um Fragen zu stellen. Ich versuche eben, die Fragen aufzugreifen, ansonsten am Schluss nochmal zusammenzufassen. Das Webinar wird aufgezeichnet und im Anschluss auf unseren Online-Kanälen entsprechend auch veröffentlicht. Aber keine Sorge, Chats und die Teilnehmerliste werden nicht aufgezeichnet, sie bleiben verborgen. Und nach dem heutigen Tag, spätestens morgen, erhalten dann alle dann den Download-Link zu meiner Präsentation mit dem Inhalt, was wir heute gemacht haben, per Mail zu von meiner Kollegin. Heute ist ja das Thema Microsoft Forms, PowerPoint. Bevor das Ganze losgeht, müssen wir uns natürlich ein bisschen verorten. Wo befindet sich Forms? Wie kann ich überhaupt Forms verwenden? Was bedeutet das ganz genau? Und da kommt mir immer diese schöne Übersicht, nämlich diese Periodentabelle, wie man das schön sagt, von Microsoft 365 in den Sinn. Und es ist dann ganz, ganz toll, dann hier zu sehen, wo was miteinander verzahnt ist und verbunden ist. Microsoft Forms finden wir genau da in der Mitte. Forms gilt ja als eine Umfrage- und ein Quiz-Tool oder Quiz-App, die mit der Microsoft 365-Palette mitgeliefert wird. Gibt nur in bestimmten Paketen, werde ich auch noch ein bisschen dazu sagen, wo das die Forms zu finden ist. Und genau, und das ist die gesamte Welt von Microsoft 365. Und wie die schöne Verzahnung ersichtlich ist, ist auch so, dass Microsoft Forms tatsächlich nicht einstehend über den Browser nur noch verwendet werden kann, sondern integriert werden kann in viele dieser Applikationen, die wir daher sehen. Ich werde auch noch ein bisschen dazu später noch etwas sagen. Wichtig ist hier vielleicht in dem Zusammenhang zu wissen, dass Forms nicht als eine alleinstehende Desktop-App verfügbar ist. Also die wird über den Browser verfügbar sein. Und wir werden auch sehen, wenn wir nachher ein Forms-Formular oder ein Quiz erstellen, werden wir das über den Browser machen müssen. Für was ist Forms gedacht? Eben ein Umfrage- und Quiz-Tool. Sehr spannend, auch sehr nützlich, warum auch wir Forms überhaupt verwenden sollen. Mit der Hauptbegründung sage ich immer, wenn ich zum Beispiel als Beispiel noch SurveyMonkey habe oder beispielsweise Mentimeter, ist auch ähnlich, oder? Der Unterschied ist, wenn ich eine Microsoft 365-Lizenz habe, bleiben natürlich alle Fragen und Antworten bei mir in meinen Servern, in meiner gesicherten Umgebung bestehen und nicht auf anderen Plattformen, wo ich dann nachher die Informationen reinholen muss. Genau. So, ich starte mal hier den Chat. Gut. Microsoft Forms ist auch stark integriert in eben Teams. Werden wir auch noch ganz kurz anschauen. In Microsoft Teams kann ich Umfragen ebenfalls erstellen oder bestehende Umfragen integrieren, sowie auch die Ergebnisse der Umfragen. In SharePoint ist es möglich, Microsoft Forms ganz schön zu integrieren und auf einer SharePoint-Seite, Intranet zum Beispiel, oder einem für Provider, für Lieferanten, für Kunden zur Verfügung gestellte SharePoint-Seite zum Beispiel Umfragen oder Quizzes oder Wettbewerbe beispielsweise auch aufzustellen und auch in diesem Fall im PowerPoint integrierbar. Ganz unten sehen wir nochmal einen kurzen Hinweis direkt aus der Webseite von Microsoft. Forms oder das Einfügen von Microsoft Forms in PowerPoint ist nur in den folgenden Editionen möglich, nämlich in Office 365 Education für öffentlich eingetragene Bildungsinstitute entsprechend, Microsoft 365 Apps für Business Kunden, also Business und Enterprise,
Und in den PowerPoint-Versionen, die älter oder die neuer sind, im Sinne von neuer sind als Microsoft 365, beziehungsweise auf den Standardversionen wie 2016, 13 etc., ist die Möglichkeit nicht gegeben. Wie gesagt, auch mit der Begründung, dass Microsoft Forms ja nur im Paket des 365, Microsoft 365 verfügbar ist. Ein paar Eckdaten noch, bevor wir richtig in die Demo-Umgebung dann wechseln. Es gibt für die verschiedensten Pakete oder Lizenzen gibt es verschiedenste Anzahl von Limitierungen. Limitierungen oder Beschränkungen, wie ich das so schön nenne. Ganz spannend ist immer zu wissen, wie viele Antworten kann überhaupt ein Formular beinhalten. Mit Antworten meine ich ein komplett ausgefülltes Formular, beziehungsweise es gibt noch ein paar Sonderfälle, wie zum Beispiel ein Fragetyp namens Likert, zu dem kommen wir noch. Da gelten einzelne Fragen als eine eigene Frage, somit also beziehungsweise eine eigene Antwort. Somit zählt das zu diesen maximalen Limitierungen. Und wie wir hier sehen können, bei den ersten zwei Spalten, nämlich bei der Office 365 Education Version sowie auch bei den 365 Business Versionen und Enterprise Versionen, kann man bis zu 50.000 Antworten einsammeln. Und das Gute daran ist, diese Antworten könnte man, wenn man einen Schritt weiter überlegt, sogar so automatisiert in eine Liste über die App Microsoft Lists, zum Beispiel im SharePoint, ablegen, wenn man das so möchte. Als ein Hirngespinst in eine bestimmte Richtung. Wir sehen für persönliche Konten, nämlich Konten im Personal Edition, die kostenpflichtig sind, hat man bis zu 1000 Antworten zur Verfügung bei den kostenfreien. Man kann ja sich ein MSN, ein Hotmail etc. oder Windows Live Account hier machen, erstellen kostenlos, sind das nur bis zu 200 Antworten. Ja? Das ist eine kleine Übersicht, schicke ich gerne auch ebenfalls zu. Und dann sehen wir auch dann, was überhaupt alles möglich ist. Gut, was wir heute machen werden, ist gleich zur Demo wechseln. Und ich werde mit euch ein Formular erstellen, entweder direkt über die Möglichkeiten von PowerPoint und dann im Forms, oder man könnte auch direkt über den Browser, über office.com, sich in eigene 365-Umgebung wechseln und dort über die App Microsoft Forms ein Formular erstellen. Wir werden ein bestehendes Formular oder ein Quiz importieren, nämlich einfügen in die Desktop-Version von PowerPoint, aber um den Unterschied auch genauer zu sehen, in die webbasierte PowerPoint-Version, weil es schon noch ein Unterschied ist, entsprechend zwischen der Anwendung über den Browser, weil da viel mehr Funktionalität ist im Vergleich zu der Desktop-Version. Und ich werde auch versuchen, die Ergebnisübersicht eines Formulars nachher zu integrieren. Auch da via Add-in in der Desktop-Version oder über den Browser auch noch, damit man das, die Ergebnisse auch gleich sehen kann. Was ich da jetzt nur nebenbei noch machen werde, das habe ich jetzt extra nicht speziell aufgezeichnet oder aufgelistet hier. Wir werden auch noch sehen, wie das aussieht, wenn ich im Team, in einem Kanal Microsoft Forms als Ergebnisseite sowie auch als richtiges Formular als Registerkarte integrieren kann. So, das mal dazu. Ich werde jetzt mein ganzes Bildschirm teilen. So einfach mal da stoppen und gerade teilen, damit ich direkt so die Beispiele hier zeigen kann. Ich gehe dazu auch in meine Demo-Präsentation hier. Hier sehen wir beispielsweise in einem Augenblick, dass ich in einer bestimmten Präsentation bin, beispielsweise eine Präsentation rund um die Thematik Microsoft Teams. Und ich möchte irgendwann mal am Ende von meiner Präsentation oder mittendrin, spielt keine Rolle, ein Microsoft Forms Formular integrieren. Wie gehe ich da am einfachsten vor? Jetzt bin ich mal in der Desktop-Version. Ich gehe über die Registerkarte hier einfügen. Und über die Registerkarte einfügen, habe ich da die Möglichkeit, wie man hier sieht, Forms, Formulare, auf diese Schaltfläche hier zu klicken. Und sobald ich auf diese Schaltfläche dann geklickt habe, wird bei mir auf der Seitenleiste meine bestehenden, bisher gestellten Formulare angezeigt oder mir die Möglichkeit gegeben, ein neues Formular bzw. einen neuen Quiz zu erstellen.
Eine Sekunde, ich muss da mal ganz kurz eine Stummschaltung hier mal machen. So, gut. Und wie wir das hier sehen, ist das auf der rechten Seite ersichtlich. Ich habe drei Formulare, die bereits erstellt worden sind, nämlich eine Kursbewertung, ein Wissenstest, ein Quiz und das hier, das ist noch sehr spannend, es werden nicht nur wirklich richtig real erstellte Formulare hier ersichtlich sein, sondern wenn man in Microsoft Teams beispielsweise eine Besprechungsumfrage macht, gilt diese Umfrage, weil die auch über Microsoft Forms läuft, auch als eine Umfrage, die hier aufgelistet wird. Mal angenommen, wir gehen jetzt mit dem ersten Fall, wir wollen ein eigenes Formular erstellen. Dann gehen wir hier auf neues Formular. Das könnte zum Beispiel währenddessen eine kleine Umfrage sein. Es könnte so ein Wissens, wie soll ich sagen, Abgreifung sein. Und dazu gehen wir wie folgt fort. Ich klicke hier auf neues Formular. Und sobald ich hier auf neues Formular klicke, werde ich sofort in meinen Browser verschoben und dort in der Forms App wird mir ein Microsoft Forms Formular neu erstellt. Sehen wir jetzt gleich. Voilà, ist am Laden. Ich bin schon bereits eben angemeldet im Browser und wir sehen hier auch oben bei der Adresse, URL, da steht forms.office.com. Und das ist ein unbenanntes Formular. Entsprechend kann ich da dem Formular jetzt einen Namen geben. Beispielsweise nehmen wir mal da eine Marktanalyse zu Lernangeboten beispielsweise. Und dann kann ich hier noch einen Beschreibungstext eingeben, bitte im Sinne von, bitte füllen Sie das Formular gewissenhaft aus und dauert maximal 2 bis 3 Minuten beispielsweise. Ich könnte sogar auch noch über dieses Symbol hier ein Logo, ein Bild hinzufügen, damit es ein bisschen grafisch schön auch daherkommt. Über neue Frage hinzufügen. In Microsoft Forms habe ich die Möglichkeit, diverse Fragetypen auszuwählen und entsprechend Fragen hier zu formulieren. Und angenommen, was wird da meistens abgefragt? Mit zum Beispiel mit dem Fragetyp Text will ich den Namen beispielsweise abfragen hier. Und das soll optional sein. Entsprechend setze ich da den Haken nicht beim Erforderlich. Ich will da beispielsweise hier fragen nach beispielsweise Geschlecht. Ja? Dann gebe ich hier die Optionen hier ein. Mann, Frau beispielsweise. Frau und Non-Binary etc. Und das soll aber erforderlich sein. Und dann will ich zum Beispiel eine neue Frage und da will ich beispielsweise wieder eine Auswahl und da will ich vom Typ her, beziehungsweise Frage her, in welcher beispielsweise hier, in welcher Branche arbeiten Sie? Und dann kann man hier schreiben Banken und Versicherungen. Informationstechnologie, Option hinzufügen, Bildung und dann nehmen wir da noch vielleicht Marketing. Können wir auch noch Marketing nehmen wir da mal professionelle Dienstleistungen. So, diese Frage ist auch erforderlich. Ich habe da natürlich sehr viele detaillierte, das sind sehr viele Details hier im Microsoft Forms Formular. Ich habe da detaillierte Anpassungsmöglichkeiten, zum Beispiel bei einer Einfachauswahl. Ich sage ja nicht mehrere Antworten, könnte ich sogar, wenn ich viele, viele Optionen hätte, mir statt das Formular irgendwie in Länge ziehen zu lassen mit den Antworten, könnte ich so weit gehen, dass ich da über das 3-Punkt-Menü, wo ich dann mehrere Einstellungen dazu finde, aus dem ein Dropdown mache. Jetzt sieht es natürlich nicht so aus, als ob es ein Dropdown wäre. Aber wenn man da rechts oben hier auf Vorschau klickt, sehen wir, wie das Formular am Schluss aussehen wird. Und da sehen wir bereits, aha, das wird ein Dropdown sein. Und sieht ein bisschen aufgeräumter, sauberer etc. aus. Ich habe sogar beim Vorschau die Möglichkeit, den Vorschau einzusehen, wie es auf einem Mobiltelefon aussehen würde, wenn ich das mit einem Telefon ausfüllen wollen würde, das Formular. So, ich will da auf ein paar dieser Fragetypen eingehen, weil die entsprechend relevant sind, insbesondere in der maximalen Anzahl von Antworten. Unter anderem hier unter neue Fragetyp, eben gibt es noch Bewertungsmöglichkeiten, so Sternchenbewertung von zum Beispiel 2 bis 10 Sterne, kann man selber auswählen, oder Zahlenbewertung 1 bis 10. Man könnte so ein Datumsfeld hier eingeben, beispielsweise
Wann haben Sie das letzte Mal eine Weiterbildung besucht? Und dann könnte man da aus einem Datumspicker zum Beispiel auswählen. Wir haben hier die Möglichkeit, über das Pfeilsymbol hier noch viele weitere Fragetypen auszuwählen und Microsoft erweitert tatsächlich hier immer mehr die Optionen. Wir haben hier beispielsweise eine Rangfolge. Wenn ich zum Beispiel heraussuchen möchte, was ist Ihre Priorität oder was schätzen Sie am meisten und was am wenigsten, und dann kann man die Reihenfolge zum Beispiel per Drag and Drop der Optionen verändern. Oder ein Likert, und das ist eben diese Fragetyp, wo bei der jede Aussage, wo man zur Aussage einen bestimmten Grad antrifft zu oder trifft nicht zu bestimmen kann, zählt als jede einzelne Antwort, zählt als einzelne Antwort hier, wenn es um die 50.000 Antwortmöglichkeiten geht in einem Office 365 Business Edition Forms Formular. Like it wird dann so aussehen, oder bitte kreuzen Sie Treffendes an, und dann kann man hier zum Beispiel eine Aussage hier stellen, wie waren Sie zufrieden, Punkt, 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 oder was, wie war die Technik, etc., etc., und dann kann ich sagen, gut, sehr gut, nicht gut, oder absolut schlecht, etc., und als Option hier anbieten. Ja, die Optionen kann ich selber auch noch reduzieren oder erweitern. Vielleicht brauche ich absolut schlecht, bedürftig, gut, genial beispielsweise hier. Oder dann kann ich sagen, wie war die Didaktik des Referenten, wie war die Technik und so weiter. So kann ich eben mein Formular aufbauen, und jetzt habe ich das Formular plus minus soweit erweitert und erstellt. Jetzt oft wird hier auch gefragt bei so einem Formular, egal ob ich das nachher in PowerPoint integriere, in Microsoft Teams oder SharePoint integriere oder nachher einfach als Link verteile, wie das geht mit Mehrsprachigkeit. Wir haben tatsächlich die Möglichkeit, ein Formular mehrsprachig zu erstellen. Leider ist aber nicht so, dass automatisch übersetzt wird, sondern die Übersetzung bleibt einem selbst liegen. Man muss es selber machen. Aber man hat dann nur noch einen Link, über die man dann die Sprache auswählen kann, ein Formular zum Ausfüllen, alle Antworten werden zusammengefasst und schön dargestellt. Wie mache ich die Mehrsprachigkeit? Wie richte ich es genau ein? Indem ich da rechts oben im Forms-App, in der Forms-App, da auf das Drei-Punkt-Menü klicke und da auf Mehrsprachig zum Beispiel klicke. Und meine primäre Sprache ist jetzt aktuell ja nicht Englisch, sondern Deutsch. So. Und dann kann ich hier zusätzlich eine weitere Sprache auswählen. Beispielsweise jetzt will ich tatsächlich Englisch, United States. Und jetzt muss ich nur noch angeben, über das Stiftsymbol hier die Sprache entsprechend bearbeiten. Nämlich jegliche Frage und jegliche Antwort muss ich jetzt übersetzen, selber. Ich mache ein Beispiel mit den ersten zwei, drei Fragetypen, sodass man nachher den Unterschied sieht im Formular, wenn ich im Vorschau das mir begutachte. So, okay, Sprache Englisch, Marktanalyse zu Lernangeboten, das ist die erste Frage. Nennen wir es mal Market Analysis of Education Offerings beispielsweise. Name, hier kommen Gender, sagen wir Male, Female, das bleibt gleich, Non-Binary. Beispielsweise und hier, in which sector are you employed? Beispielsweise Banking and Insurance, Information Technology, Education and Professional Services. Und wie man sehen, muss ich alles selbst übersetzen. Und wenn ich fertig bin, dann speichert er mir das sowieso direkt automatisch ab. Die restlichen habe ich jetzt nicht übersetzt. Entsprechend wird auch da keine Übersetzung mehr anbieten. Geht einen Schritt zurück und könnte jetzt über den Vorschau hier mir anzeigen lassen, das ist das Formular in Deutsch. Und jetzt sehen wir rechts oben die Auswahl
ah, jetzt kann ich Englisch noch auswählen. Genau die gleiche Auswahlmöglichkeit habe ich nachher für das Mobiltelefon hier. Man sieht da ganz oben, zack, Englisch. Oder wenn ich das im Computermodus mir anschaue, Englisch, dann sieht es hier oben, zack, Englisch, hier ist Englisch, alles ist Englisch hier, bis zu dem Punkt, wo ich dann nicht mehr übersetzt habe. So, dann haben wir das Formular soweit vorbereitet, entsprechend wirklich zugänglich und inklusiv gemacht für alle hoffentlich Teilnehmende des jeweiligen Präsentation. Ich bin hier fertig und während ich hier das Formular erweitert habe und ergänzt habe, wurde das Formular bereits eingefügt in meine PowerPoint-Präsentation. Wo bin ich gewesen? Hier. Voilà. So sieht es schon bereits aus. Das Formular, das ich eben gerade bearbeitet habe, ist nun jetzt auf die Folie platziert worden. Entsprechend kann ich entweder während der Präsentation mit den Teilnehmenden hier die Folie ausfüllen, wenn es beispielsweise ein Quiz wäre, ein Quiz zusammenlösen beispielsweise. Oder ich kann die Präsentation entsprechend jemandem zukommen lassen, den Teilnehmenden zukommen lassen und am Schluss das Feedback einholen. Dazu brauche ich keinen extra Link mehr zu versenden für ein Feedback oder eine Rückmeldung, sondern wenn Sie auf die Folie kommen, können Sie direkt interaktiv diese Folie, wie man hier sieht, entsprechend ausfüllen. Auch während dem Präsentationsmodus ist das möglich, indem ich hier in die Bildschirmpräsentationsumgebung wechsle. Und wie man hier sehen, könnte ich da das Formular hier entsprechend auch ausfüllen. Das ist mal Option Nummer 1 mit dem Erstellen eines neuen Formulars. Quiz selber ist sehr, sehr ähnlich, nur mit dem kleinen Unterschied, dass ich da die Möglichkeit habe, für einzelne Fragen schon vorab Punkte zu definieren und die richtigen Antworten zu definieren, sodass am Schluss selbst eine Kalkulation gemacht wird, hat die Person alle Fragen richtig beantwortet. Am besten funktioniert es natürlich mit Single-Choice- oder Multiple-Choice-Aufgaben beispielsweise. Dann kann man direkt eben eine Antwort klar definieren. Wenn es Textfragen sind, vielleicht mit einzelnen Wortangaben beispielsweise. Wer hat den Song Genie geschrieben? Dann kann ich eben schreiben Michael Jackson als Antwort. Das könnte gut gehen. Aber wenn ich einen Abstract schreiben muss oder so Zusammenfassung, dann kann ich das natürlich nicht bestimmt überprüfen. Exakt wortwörtlich. Da müsste man nochmal manuell einen Blick drauf werfen. Auf der zweiten Folie möchte ich die Variante zeigen, wie es möglich ist, ein bestehendes Formular, einen bestehenden Quiz hier zu integrieren. Und in diesem Falle gehe ich mit dem Quiz voran. Ich habe hier ein Formular hinzugefügt, Folie Nummer 13, füge ich jetzt meinen Wissenstest hier hinzu. Und das ist ja super einfach. Auch da über Microsoft Forms hier oben im Menüband auf Forms klicken. Die Seitenleiste ist schon bereits hier, sonst würde sie nochmal hier erscheinen. Und jetzt muss ich nur noch auf dem bestehenden Formular drüber navigieren, dann sehe ich hier die Option einfügen. Bevor ich einfüge, könnte ich auch sagen, ich möchte nochmal den Inhalt dieses Formulars bearbeiten, vielleicht eine zusätzliche Frage hinzufügen, Sachen rausnehmen, verändern etc. und erst dann einfügen. In diesem Fall klicke ich hier jetzt auf Einfügen und voilà, jetzt ist schon der Quiz mit den bestehenden Fragen eingefügt. Ja. Im Vorschau sieht es da noch nicht so gut aus, es kommt erst später, muss ein bisschen laden, voilà, ist schon da. Und auch da ist dieses Formular bzw. diese Quiz dynamisch und interaktiv bearbeitbar. Entsprechend könnte ich jetzt durch diese verschiedensten Optionen gehen. Ich habe da auch so eine Punktevergabe und dann könnte ich zum Beispiel schauen, ob ich dann alle Fragen richtig beantworte. Oder machen wir das gleich hier. Und dann gehen wir hier, wie viele Standorte? Nehmen wir mal, wir haben 7. Dann geht es wieder weiter. Submit. Dann wird entsprechend die Umfrage versendet. Und bei einem Quiz habe ich gerade die Möglichkeit, hier die Ergebnisse mir anzeigen zu lassen. In diesem Fall habe ich sogar noch die Möglichkeit, nochmals das Formular auszufüllen. Dies kann man natürlich über den Browser in der Forms-App unterbinden und sagen, maximal nur eine Antwort möglich. Wenn ich hier auf View Results klicke, voilà, sehe ich, ich habe 15 von 20 Punkten. Und wenn ich da zum Beispiel definiert hätte, dass das Minimumanzahl ist der Punkte, dann habe ich ja entsprechend den Test bestanden.
Genau, so wäre es mit dem Integrieren eines Quizzes. Jetzt die einzige Problematik, die wir da nicht haben in der Desktop-Variante von PowerPoint mit Formular, ist die Möglichkeit des Integrierens der Ergebnisse. Weil wenn wir jetzt wieder in den Browser wechseln und wenn ich dann wieder in die Forms-Übersicht wechsle, sehe ich jetzt alle Formulare, die eben von mir erstellt worden sind. Eben diese Marktanalyse, die ich jetzt gerade erstellt habe, der Wissenstest mit 4 Antworten schon bereits und eine Kursbewertung mit 6 Antworten. Wenn ich zum Beispiel hier bei der Kursbewertung die Antworten sehen wollen würde, sehen wir hier rechts oben schon bereits eine Lasche, neben der Lasche Fragen, hier Antworten. Und wenn ich auf Antworten klicke, sehe ich in Microsoft Forms direkt eine Übersicht über alle Antworten, auch grafisch, wie wir hier sehen können. Wer hat welchen Kurs besucht, wie zufrieden war man mit dem Kurs gesamthaft, mit dem Trainer und so weiter. Was ist der Net Promoter Score, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man uns weiter empfiehlt. Wie viele Detraktoren haben wir, wie viele Promotoren, wie viele sind überhaupt die passiven Unterstützer. Genau, und das haben wir schön in der großen, groben Übersicht. Ich könnte so weit gehen und sagen, ich möchte einzelne Ergebnisse mir anzeigen, dann sehe ich natürlich individuelle Feedbacks. Und da habe ich selber geantwortet, wie wir hier sehen, jedes Mal natürlich unter einem anderen Namen. Hier habe ich sogar ganz speziell definiert in diesem Formular, dass beim Antworten ich mich, wie soll ich sagen, diese Namen hier, gespeichert werden und nicht anonym sind. Das kann ich natürlich auch definieren. Ich sehe, wie viel Zeit ich gebraucht habe dafür, etc., wie die tatsächlichen Einzelantworten waren. Jetzt, wenn ich eine Ebene zurückgehe zu den Antworten, habe ich hier ganz klein mit dem 3-Punkt-Menü wieder hier, wo ich noch weitere Optionen sehen kann, die Möglichkeit, eine Zusammenfassung als Link darzustellen und anzuzeigen oder eine Zusammenfassung als PDF zum Beispiel zu drucken, wenn ich das so möchte. Wenn ich hier auf Zusammenfassungslink abrufen klicke, dann kommt schon mal bei mir bereits der Link. Ich könnte den jetzt zum Beispiel kopieren, jemandem zukommen lassen und sagen, so, das sind die Feedbacks von dem Formular, 50.000 Antworten zum Beispiel. Und so sieht das dann aus. Dann hat die Person die Möglichkeit, diesen Link in einen Browser Adressleiste reinzukopieren, anzuschauen und dann sehen wir schon bereits die Gesamtübersicht. Nur die Gesamtübersicht, ja, nicht die Einzelantworten. Insbesondere dann, wenn es zum Beispiel anonym wäre, ist das natürlich sehr praktisch. Gesamtdurchschnittliche Dauer beispielsweise, hier ist das Unschöne, wir haben natürlich nach dem Namen gefragt und entsprechend sehen wir auch die Antworten von den einzelnen Personen und dann trotzdem die Gesamtübersicht. Jetzt könnte ich natürlich sinnvollerweise diese Übersicht integrieren, beispielsweise in PowerPoint oder auch nachher in Teams, um gerade auch noch die Ergebnisse in der nächsten Folie nachher anzuzeigen. Wenn man angenommen, ich bin mittendrin in einer Präsentation, jetzt hat jeder diese Umfragen entsprechend ausgefüllt oder einen Quiz gemacht und auf der nächsten Folie zeige ich zum Beispiel die Antworten. Es ist leider so, dass im PowerPoint in der Desktop-Variante, so wie auch in der Browser-Variante, die Funktionalität noch nicht vorhanden ist, direkt im PowerPoint selber, da die Ergebnisse zu implementieren. Um die Ergebnisse implementieren zu können, ich muss das da schnell mal wegdrücken, muss ich ein Add-in in der Desktop-Version installieren. Und da muss man natürlich mit dem Administrator schauen, ob überhaupt Add-ins erlaubt sind und wenn ja, welche. Und ich kann hier zum Beispiel ich habe das schon bereits aber bei mir gemacht, auf meine Add-ins klicken und dieser Add-in, der gut funktioniert, heißt Webviewer. Als Tipp von meiner Seite hier Webviewer, dann kann ich da draufklicken und auf Hinzufügen klicken, auf einer neuen Folie, wie man hier sieht. Und jetzt verlangt er von mir einfach den Secure URL HTTPS von der entsprechenden zum Beispiel Seite, in diesem Fall die Ergebnisseite. Ich habe das schon vorhin kopiert gehabt, ich füge die schon mal ein. Wichtig ist hier, weil ihr da vorher schon da statisch HTTPS definiert ist, brauche ich all das nicht nochmal zu wiederholen. Voilà, forms.office.com mit dem entsprechenden individuellen Umfragelink. Jetzt klicke ich hier nur noch auf Vorschau. So, und so habe ich es da drin. Ich muss nur noch das Ganze hier platzieren.
auf die Folie. Jetzt sehe ich auch meine Antworten. Ich kann da auch scrollen. Die Gesamtübersicht direkt auf der PowerPoint-Folie, nachdem ich vielleicht eben vorher alles schon abgefragt habe und jeder zum Beispiel und jede Person die Umfrage ausgefüllt hat. Wenn weitere Personen in der Zwischenzeit die Umfrage ausfüllen, dadurch, dass eben das nicht automatisiert ist, müsste ich da rechts auf das Pfeilsymbol, das mit diesem Add-in mitkommt, klicken und dort auf Erneut laden klicken. Dann wird es einfach nochmal wie aktualisiert. Dann würde ich zum Beispiel die restlichen Antworten, die in der Zwischenzeit gekommen sind, auch sehen. Und in der Präsentation kann ich das natürlich auch integrieren und entsprechend während der Präsentation scrollen und zeigen. Wichtig ist für mich, dass man Folgendes weiß, und das wird bei der Desktop-Version ein bisschen mühsam. Ich bin jetzt auf diese Übersicht, voilà. Was nicht geht, ist, ich kann jetzt während der Präsentation nicht mit dem Scrollbar der Maus scrollen, weil dann wechselt der natürlich zur nächsten Folie. Ich muss tatsächlich mit diesem Scrollbalken hier arbeiten. Ja, jetzt hängt er ein bisschen bei mir. Mit diesem Scrollbalken selber nach unten ziehen. Gilt für die Antworten sowie auch für das Ausfüllen des Formulars. Daher finde ich eben die Desktop-Variante von PowerPoint für diese Zwecke ein bisschen schlechter im Vergleich zu der webbasierten Variante von PowerPoint. Schauen wir uns die Situation mal an. So, vielleicht schaffe ich da mal auch rauszuklicken. So. Dazu gehe ich wieder in den Browser und ich habe auch da in meinem OneDrive, im speziellen OneDrive, mir bereits eine PowerPoint-Datei erstellt. Auch da noch gar keine Inhalte, aber diese drei leeren Slides. Ja, geht gleich los. Jetzt bin ich im Browser, da habe ich schon eben die Beispiele gemacht gehabt. Die mache ich jetzt neu natürlich. Ich füge da jetzt neue Folien hinzu, sobald es mal geladen ist hier im Browser. So, neue Folie, eine leere Folie beispielsweise. Und wie integriere ich jetzt in der Browser-Variante von PowerPoint hier mein Forms-Formular oder mein Forms-Quiz? Da gehe ich wie folgt vor, nämlich indem ich da bei Einfügen auch da auf Add-ins klicke. Und da werden wir Forms als Option sehen. Hier, voilà. Hinzufügen. Und jetzt verlangt er von mir den Link zur Umfrage. Zur Umfrage selber, also nicht zum Ergebnis. Wo finde ich diesen Link? Da müsste ich wieder in die Forms-Umgebung gehen. Ups, in die natürlich nicht die Ergebnisse, sondern wo wir die Fragen hatten, oder? Das ist ja das Formular mit der Kursbewertung. Und wo finde ich den Link zum Forms-Formular? Nämlich, wenn ich auf Teilen klicke. Dann kommt bei mir eben der Link, den ich auch kürzen könnte, den ich zum Beispiel teilen kann und entsprechend ausfüllen lassen kann. Wichtig vielleicht da noch ein Hinweis, wenn man so ein Formular erstellt hat und wirklich von Personen ausfüllen lassen möchte und dieses Formular beispielsweise nicht nur von internen in der Organisation befindlichen Personen, sondern wirklich von auch externen Personen ausgefüllt werden soll, dann muss man da oben noch einen Statuswechsel auf jeder kann antworten. Weil sonst können organisationsfremde Personen nicht das Formular öffnen und entsprechend ausfüllen. Ich klicke hier auf Kopieren und da kann ich den gesamten Link tatsächlich kopieren, wechsle zu meiner webbasierten PowerPoint-Version, füge den kopierten Link mit Ctrl-V hier ein und klicke hier auf Einfügen. Voilà. Jetzt muss ich ein bisschen kosmetisch nachbessern, dass so das wirklich alles schön auf der ganzen gesamten Seite ersichtlich ist das Formular. Ja, und so hätte ich das Formular entsprechend platziert. Und wenn ich meine PowerPoint-Präsentation über den Browser mache, nehme ich da rechts oben über Präsentieren, dann ist es viel angenehmer, darüber das Ganze zu machen. Voilà, jetzt ladet er mein Formular. Ja, und ich kann da ganz normal mit dem Scrollrad der Maus, vielleicht sehen Sie gerade hier, wie ich da klicke, schön runterscrollen, entsprechend ausfüllen, zusammen ausfüllen lassen, mitpräsentieren, hier die verschiedensten Fragetypen entsprechend zunutze machen. Genau.
Also es ist fast wie ein Mentimeter, wenn man das noch nicht gekannt hat, nur nicht mit diesen zusätzlichen tollen Möglichkeiten von zum Beispiel World Cloud, oder dass man eine Wortwolke hat und so weiter. Solche Sachen gibt es nicht in Microsoft Forms, aber am Schluss die grafischen Auswertungen etc. haben wir da tatsächlich zur Verfügung. Und da kann ich, wie gesagt, nochmal reinklicken, ausfüllen etc. Ich tue mal da nochmal kurz abbrechen. Jetzt, wie kann ich da die Ergebnisse noch importieren? Auch da, das läuft wieder über Einfügen neue Folie, läuft über das Add-in hier, Add-ins. Auch über den Browser gibt es noch die Möglichkeit nicht, um Ergebnisse direkt einfach über Forms einzufügen. Auch da brauche ich diesen zusätzlichen Add-in Web Viewer. Und das kennen wir ja schon bereits. Da kopiere ich dann mir, wie üblich, den Ergebnislink oder Zusammenfassungslink der Ergebnisse des Formulars hier rein, ohne zusätzlich nochmal HTTPS aufzuschreiben, und wird es als Vorschau hier darstellen. Das war ja meine Ergebnisseite. Ich kopiere Ctrl-C, die Adressleiste hier, wechsle rüber zu PowerPoint, Ctrl-V. Ich habe da wieder natürlich den HTTPS mitkopiert, muss weg, und Vorschau. Das ist noch ein Behelfsmittel. Ich bin ziemlich sicher, dass Microsoft daran schon arbeitet, dass die Ergebnisse auch direkt über die Add-in Forms integriert werden kann. Ja? Und so kann ich da auch gerade hier meine Präsentation machen. Ich wechsle auch da nochmal schnell. Vielleicht kann ich das so weit machen, dass es unten drunter ist. Hier präsentieren, nämlich ab der aktuellen Folie. Ups, jetzt habe ich selber weitergeklickt. Hier sind die Ergebnisse. So, das waren ja die Ergebnisse, und auch da kann ich ganz schön durchscrollen mit den Teilnehmenden, sei es mit meinen Abteilungskolleginnen und Kollegen, sei es mit der Geschäftsleitung, sei es mit dem Fokusteam oder Fokusgruppe zum Beispiel besprechen, wie was bewertet worden ist, was Fazit daraus ist und was wir damit zum Beispiel machen werden können. Voilà. So, Fragen natürlich jederzeit bitte in den Chat stellen. Ich werde da immer wieder rüber gucken. Falls was ist, dann werde ich da sehr gerne die Fragen in Angriff nehmen. So ist es möglich, eben Formulare zu erstellen. Ganz wichtig ist für mich auch noch bei den Einstellungen des Formulars immer zu beachten, was da alles zusätzlich noch erstellt bzw. eingerichtet werden soll und kann. Wenn ich zum Beispiel hier auf die Kursbewertung klicke, das war das Formular mit den Fragen rund um, wie war der Kurs. Wichtig ist hier zwei, drei Sachen noch, nämlich sicherlich mal über das Drei-Punkt-Menü hier rechts habe ich da die Möglichkeit, diverse Einstellungen noch vorzunehmen. Und da kann ich eben nochmals definieren, wer überhaupt dieses Formular ausfüllen darf. Und ich kann sogar noch zum Beispiel ein Formular zeitlich begrenzen, von wann bis wann das Formular gefüllt werden darf, wie die Dankeschön-Nachricht am Schluss aussieht. Weil sonst steht da einfach am Schluss, wenn ich es abgeschickt habe, Ihr Formular wurde gesendet. Oder ich könnte sagen, danke für Ihre Rückmeldung. Wir freuen uns, denn wir wollen uns kontinuierlich verbessern und das Beste für Sie anbieten, beispielsweise. Oder könnte man dann da als eine zusätzliche, nette Dankeschön-Nachricht zum Beispiel hinterlegen. Wenn es ein Quiz ist, macht vielleicht auch eine zufällige Reihenfolge Sinn. Oder wenn ich gleichzeitig drei Personen, vier Personen gleich befrage, oder wenn es sogar in der Klasse das passiert, in der Schulumgebung oder in der Weiterbildungsumgebung, dann sollen ja nicht zwei, wo nebeneinander sitzen, die gleiche Frage gleichzeitig erhalten. Kann ich sagen, zufällige Reihenfolge. Ein Formular macht eher weniger Sinn, weil ich ja anfangs eher so statistische Fragen stelle, wie Name, Alter, Gender und so weiter. Immer mit dem Vorschau überprüfen, wie das Ganze dann schlussendlich aussieht, bevor ich wirklich final über Teilen das Formular nachher entweder integriere mit dem Link in PowerPoint oder per Link oder sogar als QR-Code beispielsweise verschicke. Da will ich jetzt gerade einen Test machen. Da wäre ich sehr froh, wenn ein paar von euch da mir den QR-Code hier scannen, da rechts, und versuchen, das Formular auszufüllen. Name muss man nicht, ist optional. Einfach ein paar Sachen auswählen, hier testen. Ich gebe jedem so mal eine Minute Zeit, das ist ja schnell gemacht.
dann sehen wir hier schön, wie sich die Antworten ändern. Und dazu habe ich einfach nur mit dem Telefon diesen QR-Code abgescannt und schon bereits Zugang zu dieser Umfrage erhalten. Und ihr erhaltet nur Zugang, weil ich da definiert habe, jeder kann antworten, weil sonst wären ja alle außerhalb entsprechender Domänen. Da sehe ich eben die Frage, wie erhalten die Teilnehmer die Formulare? Variante 1, wenn es in der PowerPoint-Präsentation integriert ist, dann entsprechend, indem ich die Präsentation verschicke und sie füllen es direkt dort aus. Oder eben hier mit einem QR-Code, den ich zum Beispiel auch platzieren kann, auf, also im Beamer zum Beispiel darstellen kann. Man scannt diesen ab und füllt dann das Formular aus. Oder als eingebettetes Formular beispielsweise mit diesem Einbettungscode auf einer Webseite. Oder ich verschicke direkt den Link mit einer zusätzlichen Nachricht per E-Mail an alle Teilnehmenden. Ja? Und ich sehe schon, einige haben schon darauf geantwortet. Herzlichen Dank. Wir haben schon bereits 12 Antworten. Voilà, schon die Ergebnisse da. Ich sehe, wie was ausgewählt worden ist. Eine 13. Antwort ist dazugekommen. Durchschnittliche Antwortdauer sehen wir hier. Ich sehe die diverse Beispiele hier. Eine 15. Antwort. Das aktualisiert sich immer wieder, wie wir sehen. Durchschnittliche Bewertung vom Kurs und so weiter. Da haben wir sogar einen zusätzlichen Wunsch, eine Anregung, Kritik mit Gugus. Voilà. So einfach ist das. Es ist wirklich sehr, sehr einfach. Und die Ergebnisse sind entsprechend jetzt auch im PowerPoint auch ersichtlich. Natürlich in der Desktop- sowie auch in der Browser-Variante. Ich muss einfach nur dazu, wie gesagt, leider in der Desktop-Variante manuell einmal auf Erneut laden klicken. Es werden die Antworten neu geladen. Jetzt mal den Vorschau hier anschauen. Voilà. Und 17 Antworten statt vorhin 6. Genau gleich ist auch nachher in der browserbasierten PowerPoint-Variante mit den Ergebnissen. Jetzt noch besser und einfacher und schöner ist es, wenn ich mit Microsoft Teams schon arbeite, weil dort ist es noch integrierter und noch besser. Weil wenn ich hier im Teams bin, ich bin jetzt in einem Teams-Kanal allgemein von einem Projektteam Migration Microsoft 365, da habe ich die Möglichkeit, ein Register hier oben zu definieren, welches erstens ein Formular sein kann oder die Ergebnisse des Formulars. Dazu gehe ich über das Plus-Symbol hier und wähle mir als App Forms aus, oder? Es ist ja ein Forms-Formular. Hier, Forms. Und hier fragt er mich, willst du ein neues Formular erstellen beispielsweise oder von einem Team bearbeitbares Formular erstellen oder aus einem bestehenden Formular auswählen und die einfügen. Diese dann einfügen. Und voilà, da habe ich die Formulare Kursbewertung. Ich habe die Marktanalyse, die wir zusammen ganz am Anfang erstellt haben und dann diesen Wissenstest. Ich nehme jetzt diese Kursbewertung rein. Und hier eben ist das Tolle im Vergleich zum PowerPoint. Ich kann entscheiden, will ich Antworten sammeln oder die Ergebnisse anzeigen. Diese Option fehlt noch in der PowerPoint-Version, auch im Web sowie auch im Desktop, dass ich da eben schnell auswählen kann, Antworten sammeln oder Ergebnisse anzeigen. Hier habe ich eben die Option. Diesmal will ich zuerst die Antworten sammeln als Option anzeigen. Und dann wird das Formular direkt als Registerkarte in diesen Kanal in Teams integriert und ich kann hier direkt selber eben das Ganze ausfüllen. Und wenn ich nochmal den gleichen Prozess mache, außer mit dem kleinen Unterschied, dass ich die Ergebnisse anzeigen möchte, zeige ich mir dann wirklich die Übersicht aller Ergebnisse der ausgefüllten Rückmeldungen an. Nochmal vorhandenes Formular, Kursbewertung und diesmal Ergebnisse anzeigen. Ja, das muss jetzt nicht im Kanal nochmal, besser sagen, gepostet werden, dass ich das Formular jetzt hier hinzufüge. Könnte man. Und voilà, jetzt werden gleich die Ergebnisse immer angezeigt. Voilà. Und jetzt habe ich zum Beispiel hier links Ausfüllen, Kursbewertung, nebendran gerade die Ergebnisse. Vielleicht ist es zum Beispiel ein Team, ein Support-Team oder eine verantwortliche Abteilung, ein Projektteam.
wo nur die Ergebnisse zum Beispiel überprüfen möchte, immer wieder täglich, was ist da so als Feedback dazu gekommen? Es könnte auch zum Beispiel sein, ein Support-Team. In diesem Support-Team könnte man sagen, was sind die häufigsten Fragestellungen über das Formular oder was für eine Kategorie, Hardware-Problem, Software-Problem etc. Oder was sind so die gewünschten Änderungen auf unserer Webseite, wenn ich zum Beispiel in die breite Gesellschaft einen Link schicke, wir wollen unsere Webseite anpassen, was wollen Sie sehen, etc., dann würde ich alles schön kategorisiert hier sehen können, täglich in der neuesten Darstellung bzw. Auswertung. Was ich noch zeigen wollte, ist ein Formular, weil es im Moment noch möglich ist, von allen mehrfach ausgefüllt zu werden. Wenn ich da auf Einstellungen nochmal klicke im Browser, im Forms, habe ich da eben die Möglichkeit, dass ich sagen kann, wie viel Mal das ganze Formular ausgefüllt werden kann. Bei der Situation, nämlich bei der Auswahl, jeder kann antworten, kann ich das nicht limitieren. Bei Formularen innerhalb der Organisation, zum Beispiel eine Mitarbeiterumfrage oder eine Projektumfrage oder so, kann ich zum Beispiel sagen, nur Personen in meiner Organisation, und da kann ich auf eine Antwort zum Beispiel pro Person limitieren. Was ist denn der Unterschied, wenn ich sage, nur Personen in meiner Organisation, dann muss ich mich ja verifizieren, indem ich mich ja mit meinen Zugangsdaten über den Browser einloggen muss, mit meiner Firmen-E-Mail-Adresse, wo Office 365 oder Microsoft 365 fähig ist, und entsprechend werde ich verifiziert. Und ich könnte auch sagen, machen wir es gerade auch noch anonym, das heißt, meine Mail-Adresse oder meine Zugangsdaten werden dann nicht erfasst, aber maximale Antwort von einer hinterlegt, und was ich dann als Ergebnis sehe, ist unter Ergebnis anzeigen, statt dass ich den Namen nachher hier sehe, der Person, würde ich hier Anonymous als Option finden. Und so kann ich auch anonyme firmeninterne Umfragen zum Beispiel machen. Was ich sehr gerne auch mache, ist, wenn ich zum Beispiel eine Digicom-Umfrage mache oder eine Umfrage für einen Kunden beispielsweise, dann kann ich hier über das Design auch noch eine entsprechende, zum Beispiel Corporate ID und Corporate Design, Corporate Identity und Corporate Design entsprechend hinterlegen, indem ich auf Design anpassen klicke und zum Beispiel die Firmenfarben verwende oder irgendein Bild als Hintergrund verwende. Das heißt, ein Bild, den ich zum Beispiel bereits in meinem OneDrive habe, den ich auf meinem Computer habe und da hochladen würde, oder direkt über Bing zum Beispiel suchen kann. Ja? Oder eben die Farbenkombination, wenn ich wieder auf Design klicke, statt eben Bild will ich eine Farbenkombination, da kann ich einen Hexafarbencode entsprechend einen einzelnen hier eingeben. Wenn man beispielsweise, wenn man große Betriebe anschaut in der Schweiz, Post irgendeine Gelbfarbe, eine Swisscom in Blau beispielsweise, sagen wir eine Generali in Rot oder so. Und so könnte man entsprechend bestimmte Farbkombinationen auch hinterlegen, damit es viel einheitlicher rüberkommt und identity-technisch auch passt. Und beim Integrieren logischerweise übernimmt er die gesamten auch Farben und Funktionen und die Designs mit. So, das mal im Groben und Ganzen rund um Forms, die man in PowerPoint integrieren kann, in Teams integrieren kann. Eben, es gibt auch viel mehr Optionen, zum Beispiel auf eine SharePoint-Seite. Gibt es da dazu Fragen? Einfach den Chat dafür nutzen. Ich sehe den Chat ja gerade. Ich bin eher der Fan, wenn man diesen Formular integriert, nachher in die PowerPoint-Präsentation, dann sinnvollerweise die Präsentation über den Browser abspielen. Ist viel interaktiver, viel dynamischer, viel integrierter als die Desktop-Version. Auch zumal aufgrund dieser Begründung hier, weil wir da sehen wir, PowerPoint Online hier viel integrierter haben. Also es ist viel mehr integriert als die Desktop-Variante von PowerPoint. Ja, und die Fragestellung ist auch tatsächlich, wo man sich stellen muss, bis wann gibt es überhaupt noch die Desktop-Versionen von Microsoft 365? Ich weiß, es ist provokativ, aber ich habe irgendwie das Gefühl persönlich, dass die Desktop-Versionen bald nicht mehr geben wird. Ich weiß, dieses Jahr wird noch im September die Office 2021-Version eingeführt, ist schon bereits kommuniziert mit diversen Änderungen etc. und Anpassungen und zusätzlichen Features.
Aber ob es dann 2023 oder 2024 gibt, weil es alle 3 Jahre rauskommt, oder dann 2027, müssen wir dann genau beobachten auf dem Markt. So, gibt es gerade Fragen dazu? Wenn nicht, komme ich dann langsam zum Schluss. Wir haben schon bereits über 50 Minuten dann gemacht mit einem kurzen Dankeschön für die Teilnahme. Wer natürlich mehr Lust hat rund um diese Themen, Präsentationen, Vorlagen oder auch Umfragen tatsächlich effizient und gezielt einzusetzen mit Forms sowie auch mit PowerPoint, da gibt es natürlich ein Angebot von uns, einfach bei uns melden. Und der letzte, wirklich finale DigiSnack vor der Sommerpause, die wir noch haben werden, ist die Thematik rund um Power-Plattform und wie man Geschäftsprozesse automatisieren kann. Da wird unsere Expertin Julia Vici uns dabei unterstützen, das ein bisschen näher kennenzulernen. Ansonsten gilt immer bei uns ja immer loben, tadeln, empfehlen, kommentieren. Bei Wünschen, Anregungen unbedingt die Info durchgeben, sodass wir auch diese DigiSnacks entsprechend auch aufbereiten können. Da freuen wir uns immer natürlich, wenn wir direkt Feedback von euch haben. Und ansonsten bleibt mir nichts mehr übrig, als zu sagen, herzlichen Dank, schönen Nachmittag und viel Vergnügen mit Forms und PowerPoint.